Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Heute gehen wir mal diesen Sandgruben-Showdown an. Acht Rennen insgesamt. Finde ich ja manchmal ein bisschen zu viel für eine Rennserie, aber okay, kann man nicht ändern. Von weiße Crashes, röhrende Motoren, natürlich umherfliegender Dreck. Erwarten einen, wenn die besten demolierendsten Rennfahrer es mit den vordersten Sandstrecken überhaupt zu tun bekommen und den König des Drecks küren wollen. Okay, welches Auto nehmen wir da? Der Roadcutter sieht noch sympathisch aus. War die beste Runde, lass mindestens drei Gegner rausdrehen. Haben wir das schon mal gemacht? Meisterschaft. Okay, das geht gleich wieder ziemlich mehr ab als die anderen Rennen. Drei Gänge raus und das andere Ziel habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Muss das sein? Manchmal muss man einfach reinhalten. Die hört sich ein bisschen weird an. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Okay, der Roadcutter geht halt schon ziemlich ab. Eine gute Beschleunigung und viel Leistung und viel Grip. Das war sehr schön genommen. Kurve hier kriege ich nie hin irgendwie. Ich müsste mir halt mindestens einen vor nach vorne lassen, um ihn rauszudrehen. Und wir nehmen einfach den letzten. Okay, der ist da auf dem Kopf. Wieso auch immer. Shit, 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 shit. Verschalten. So richtig verschalten. Das hat's ja gekostet. Oh, fuck! Da hat's mit mir das gleiche gemacht wie den anderen. Okay, Ziel erreicht! Junge, ernsthaft, vor der letzten Runde mache ich jetzt noch alles kaputt? Ja, jetzt zerstöre ich alles. Sehr gut. Komme ich da wohl vielleicht wieder ran? Könnte schwierig werden.
letzten Runde. Okay, komm, komm, wenigstens zweite, wenigstens zweite. Fuck, Mann, das war hart. Ich hab's völlig zerstört vor der letzten Runde. Shit. Naja. War die beste Runde, Siege mit mindestens 50 Metern Vorsprung. Die beste Runde und 50 Meter Vorsprung. Leute, Leute, Leute! Es geht rechts lang! Kiste ist, okay, dann halt. Da hätte es mich fast gedreht. Die Strecke hier ist ja auch mal mies hier mit dem Wald. Und diesen Sprüngen! Also es ist einfach umgekehrt, ja, ja. Natürlich ist es umgekehrt. Das war's. Das war's, ja mal richtig. Zumindest mit dieser Runde für die beste Runde. Okay, what the fuck is happening dort? Ja, nice. Mega in den Reifenstapel rein. Okay, jetzt trifft er mir zu sehr auf dem Schotter. Wohin war er nice zu fahren? Jetzt ist es beschissen, das Auto. Junge! Das tat mehr weh für mich als für ihn. Und tschüss. Okay, das war diesmal gut für mich. Und wieder erster sehr gut. Und es sind halt auch Geschwindigkeiten, die hier über den Schotter preschen. Die ziemlich ungesund sind. Mit fast 200 oder? Über den Schotter, ohne wirklich Traktion und so weiter. Will man da mehr erwarten? Vor diesem Sprung muss man ein bisschen abbremsen. Sonst wird das nichts. Wie auch hier. Alright. Und kaum ist man auf dem Asphalt, merkt man gleich wieder, wie die Geschwindigkeit ein bisschen nachlässt, weil das Auto wieder Traktion hat. Diese Kurven, den kann ich nicht anfreunden. Viele Strecken gibt es ein, zwei Kurven, mit denen ich einfach nicht warm werde. Das merkt man auch ziemlich gut. Alles gut, ich habe alles unter Kontrolle.
Schön knapp im Reifenstapel vorbei. Acht Sekunden Vorsprung haben wir. Nicht drehen. Also überschlagen meine ich. Auch das war viel zu schnell. Wenn man da einfach richtig reinrutscht. Da hat einen zerlegt. Links ist auch noch ein runtergefallen. Knappes Ding. So, die letzte Runde für uns. Beide Tiere sollten eigentlich machbar sein, nicht, dass jetzt nicht verkackt. Wie zum Beispiel hier, holy moly. Und der andere hat sich da einfach aufgebockt, auch gut. Kann sich offensichtlich nicht zurücksetzen, die KI. Und da hat es noch einen zweiten zerlegt. Von links auch. Aber das sieht gut aus für uns. Das sieht gut aus. Beste Runde. Und 50 Meter Vorsprung. Auf jeden Fall erreicht. Sei mindestens eine Runde in Führung, fahre die beste Runde. Ja dann. Habe ich kurze Zeit nicht darauf geachtet, wo die Strecke lang geht. Ich dachte, es würde links lang gehen. Danke. Wow. Okay. Kann man machen, muss man nicht. Einfach alle Aspante benutzen. Alter Schwede. Das ist unser Rivale. Holy shit! Okay. Nicht gut. Da fliegen einfach Autos durch die Gegend. Oh shit, das kann wehtun für uns. Ich hab mich schon fliegen sehen. Schöne 180. Ne, 360, ne, 180. Ich glaube, ist der vierte Platz. Ein dritter Platz. Wir sind vierter.
Und der Erste hat eigentlich 12 Sekunden Vorsprung, weil der mega gut da rauskam in der ersten Runde. Shit. Shit, 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 shit. Komm da weg. Wo fährt der denn lang? Hinter uns ist unsere Rivale. Das kann heißen, dass der in uns rein crashen will. Nun ja, den habe ich erledigt. I'm sorry dafür. Aber du bist mir da voll ins Lauffeuer geraten. Diese Strecke immer mit dem Kreuzen. Tödlich. Tödlich. Eine Demolierhilfe habe ich bekommen. Why not? Zumindest einen Platz gut gemacht. Ohne wirklich was zu machen. Und ich glaube, der verabschiedet sich auch gleich. Oder auch nicht. Aber wir vielleicht? Okay, das ist der erste Platz. Komm langsam an ihn ran. Eine Runde müssen wir in Führung bleiben. Fuck. Und es sind bloß noch 3 Runden. So, so gesehen eigentlich 2, weil man ja eine schaffen muss. Und ich glaube, das wird dann ein bisschen schwieriges Ziel. Alter, da wegfliegen! Und ich glaube, das wird jetzt gleich sehr hart für uns werden, da durchzukommen. Oder auch nicht. Einfach Augen zu und durch. Doof, 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 doof. Wenn da überall Leichen liegen, ist das ziemlich schlecht. Da verliere ich ziemlich viel Geschwindigkeit. Die Leiche ist zumindest aus dem Weg, das ist gut. Schaffe ich das, diese eine Runde in Führung zu bleiben? Alter! Wie viel es da zerlegt hat. Die eine Runde in Führung ist geschafft. Jetzt muss ich bloß noch den ersten Platz bewahren. Und das noch ganze 2 Runden. Auch schön, dass ihr hier steht. Junge, Junge. War doof.
Wir sind zwar noch Erster, aber das hat Zeit gekostet. Vorsprung gekostet vor allem. Und was ist hier los? Die haben hier eine Barrikade verrichtet. Wie hat der andere das geschafft da rein? Okay, er ist doch nicht durchgekommen. Okay, 180. Einfach weiter, als wäre nichts gewesen. What the fuck? Da hatte ich Glück. Es hätte ziemlich viel schlechter für mich enden können. Da ist der Renngott gerade gut zu mir. Ganz schlecht angefahren. Und wieder viel zu schnell in diese Kurve hier. Okay, 16 Sekunden Vorsprung. Das kann uns keiner mehr nehmen. Außer vielleicht ich selber. Oder wenn wir da in dieser Kreuzung gleich auf die anderen treffen. Aber das wird nichts mehr. Mit Style über die Ziellinie. Sehr nice. Beide Tagesziele erreicht. Okay, dann kommt noch Rennen 4. Verursache mindestens 1000 Schaden. Siege mit mindestens 50 Metern Vorsprung. Sevalax Sandpit Hauptstrecke. Wieder 6 Runden. Junge! Ja moin! Was macht ihr? Holy shit, der hat alles abgeräumt. Und er überschlägt sich wie keine Ahnung was. Oh, Breakfast manchmal. Eben ein Fest des Reckens. Junge! Junge! Man muss halt da einfach rein ohne Verluste, wirklich. Die fahren doch gar keine Rennen. Die wollen einfach nur crashen. Oh shit. Oh shit. Schön. Zwölfter Platz. Oh Mann. Läuft ja gar nicht gut. Diese Sandhügel hier sind mega fies offensichtlich. Diese Strommasten sowieso auch. I'm sorry. Schön, wenn man Autos als Bande benutzen kann.
die mich etwas auffädeln. Okay, zweite, also dritte Runde. Beste Runde sogar. Viel zu weit nach außen. Aber schöne Kombination. Immer recht aufpassen, dass man nicht umkippt. An den Rand, an den Rändern, Randen, am Rand. Weil ich stecke ein bisschen so weird erhöht ist. Erster Platz. Ist ja schon mal was. Viel zu viel gedriftet. Hat Geschwindigkeit rausgenommen. Schlecht. Das war schön. Das war wirklich schön. Komm. Einfach durch. Der zweite bleibt mir zwar immer ein bisschen im Nacken, aber er kommt nicht ran. Solange ich keinen Fehler mache. Ich hab's gechinst. Aber der zweite hat wohl auch einen Fehler gemacht. Weil sonst hätte er mich jetzt überholt. Fünfte Runde. Ich war gerade mega verwirrt, warum uns der Rivale hier angezeigt wird und wieso der uns entgegenkommt. Aber dabei war er einfach hier unten. Und sah bloß so aus, als ob er entgegenkommen würde. Sorry, bin gerade ein bisschen ruhiger, um mich zu konzentrieren und das Rennen nach Hause zu bringen.
Aber das sollte kein Problem mehr sein. Jetzt sowieso nicht. Das haben wir gemeistert. Und beste Runde sogar. Sehr gut. Damit würde ich sagen, war's das mit dieser Folge von Wreckfest. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei den letzten vier Rennen hier. Tschüss.